Hey Leute, ich bin Ricardo und der neue Host hier bei Psychologik. Bevor wir jetzt endlich in das erste Video hier auf dem Kanal starten, will ich mich aber noch mal ganz kurz bei euch vorstellen. Ich bin 26 Jahre alt und befinde mich in den letzten Zügen meines Psychologie-Masters mit Schwerpunkt Neurowissenschaften. Parallel arbeite ich als Dozent an verschiedenen Unis und in meinem Studium habe ich 2,5 Jahre in der Notaufnahme gearbeitet. Ich war als Psychologe in der onkologischen Klinik unterwegs und beschäftige mich vor allem gerne mit der Forschung rund um unsere Psyche. Habe also schon ganz unterschiedliche Bereiche der Psychologie kennengelernt und Erfahrungen darin gesammelt. Und ja, jetzt habe ich erstmal richtig Bock, mit euch zusammen auf diesem Kanal hier durchzustarten. Aber ich bin hier nicht alleine unterwegs. Die zweite Hostin auf diesem Kanal ist Uruba. Sie ist klinische Psychologin und macht gerade ihre Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Sie wird hier bei Psychologik vor allem von ihren Erfahrungen aus der Praxis erzählen. Ihr lernt sie aber in den nächsten Videos nochmal persönlich kennen. Und jetzt erstmal legen wir los mit dem neuen Video. Ihr wollt wissen, was das hier ist? Darf ich vorstellen, ein handgemachter Cloudbuster. Kostet bis zu 6.000 Euro, je nach Qualität, Größe, Material und Funktion oder so. Oder das hier, Energiespray. Hier gibt es Selbstbewusstsein aus der Sprühflasche. Ihr kennt den Spruch, jemand sprüht vor Selbstbewusstsein. 100 Milliliter für 100 Euro. Und ich setze mich noch mit meinen Gefühlen selbst auseinander. Man sieht vielleicht, dass ich bei der Recherche zu dem Video echt eine Menge Spaß hatte und da auch in so ein richtiges Rabbit Hole reingefallen bin. Und je tiefer man da jetzt so reinfällt, umso krasser und absurder werden die Dinge, die man da findet. Am Anfang sind jetzt einige extreme Beispiele gewesen, die gehen teilweise schon in Richtung Verschwörungstheorien. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal auf uns selbst schauen, wir ziehen halt auch immer die gleichen Socken zur Klausur an, wenn sie uns mal Glück gebracht haben. Oder klopfen dreimal auf Holz, wenn wir nicht wollen, dass irgendwas schief läuft. Wenn wir sowas doch alles bescheuert finden, warum machen wir das dann trotzdem? Warum hat das Horoskop dann doch meistens recht? Und vor allem, warum boomt die Esoterikbranche gerade in Krisenzeiten so krass? Auf geht's, tauchen wir ein in die spannende Welt unserer Psyche. Astrologie, Tarot, Wahrsagerei, das alles kann man unter dem Begriff der Esoterik zusammenfassen. Esoterik ist im eigentlichen Wortsinn eine Art Geheimlehre, die nicht allen Menschen zugänglich ist. Wie wir sie heute kennen, ist sie von geheim aber weit entfernt. Und von Lehre sogar fast noch ein bisschen weiter. Esoterik gehört nämlich zu den Pseudowissenschaften. Dazu gleich noch mehr. Schauen wir uns erstmal an, was die Esoterik uns noch zu bieten hat. Die gibt es in fast jeder Tageszeitung. Jugendzeitschriften sagen einem auch direkt, wie die Liebeschancen fürs nächste Jahr stehen. Und es gibt sogar Astrologie-Apps auf dem Handy, auf denen man dann nochmal die Sternkonstellation bis zu seiner Geburt zurückverfolgen kann. Und das Schlimme daran ist, die blöden Dinger treffen halt auch noch voll oft auf uns zu. Also irgendwas muss da ja dran sein. Dahinter steckt keine Magie, sondern Psychologie. Was da genau passiert, ist zum Beispiel der sogenannte Barnum-Effekt, also die Täuschung durch persönliche Validierung. Benannt ist das Ganze nach dem Zirkusgründer Phineas Taylor Barnum, der im 19. Jahrhundert mit seinem Kuriositätenkabinett durch Amerika tingelte und für jeden Geschmack was im Gepäck hatte. A little something for everybody. Und genauso funktionieren auch Horoskope. Die haben auch für jeden was dabei. Wenn wir uns Horoskope mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Aussagen häufig sehr vage und ungenau sind. Manchmal sind sie ausgelassen und heiter, manchmal eher schwerfällig und träge. Na klar, auf wen trifft das bitte nicht zu? Wenn wir so etwas lesen, denken wir, stimmt genau, und empfinden das Horoskop als persönlich auf uns zugeschnitten. Und was auch gut funktioniert, sind Aussagen, die nicht falsifizierbar sind. Also sowas wie, ihre Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, die sie aber im Allgemeinen gut ausgleichen können. Ja, cool. Das Ganze wirkt also, als würde es uns aus der Seele sprechen. Super persönlich, auch wenn es das natürlich nicht ist. Der Barnum-Effekt zeigt also, wenn wir Aussagen nur schwammig genug formulieren, empfinden wir sie ziemlich sicher als zutreffend. Und das kann zum Beispiel erklären, wieso wir denken, dass an Horoskopen wirklich was dran ist. Es gibt auch noch einen zweiten psychologischen Effekt, der bei Horoskopen greift, der Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler. Das kommt aus der Kognitionspsychologie und beschreibt das Phänomen, dass Menschen dazu neigen, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen bestätigen. Also ich suche mir aus dem Horoskop nur die Punkte aus, die ich als auf mich zutreffend empfinde und blende die Infos aus, die nicht so richtig passen. Skorpione sind durchsetzungsfähig, aber hallo, unerschrocken, passt jetzt nicht so gut, überlese ich also einfach.
Ich habe also meine Aufmerksamkeit selektiv auf das gelenkt, was passt, und weggelassen, was nicht passt. Das nennt man in der Psychologie positive Teststrategie. Wenn ich mich dann noch darauf konzentriere, dass die Vorhersage auch bloß wahr wird, greift schon der nächste psychologische Effekt, die selbsterfüllende Prophezeiung. Kurzes Beispiel dafür: Wenn das Horoskop mir sagt, dass die Planeten gerade super stehen und ich deshalb eine erfolgreiche Woche haben werde, gehe ich total selbstbewusst in die Uni oder zur Arbeit. Und wer hätte es gedacht? Das fühlt sich total gut an. Ich kriege Komplimente von meinem Chef und zack, Horoskop hatte recht. Aber jetzt mal ernsthaft. Dafür können Horoskope dann wirklich hilfreich sein. Also können helfen, positiver in die Woche zu gehen oder in den Tag oder in Situationen reinzugehen, geben einem vielleicht sogar ein positiveres Mindset, wenn man denn an sie glaubt. Also, wir haben jetzt 5 Effekte oder Erklärungsansätze, die die Glaubwürdigkeit von Horoskopen steigern. Barnum-Effekt, Confirmation Bias, die selektive Aufmerksamkeit, positive Teststrategie und selbsterfüllende Prophezeiung. Naja, und nehmen wir noch die Nicht-Falsifizierbarkeit mit rein, die ich gerade schon erklärt habe, dann sind es schon 6. Wenn dann im Horoskop noch die Formulierung für dich dabei steht, steigert das die Glaubwürdigkeit zusätzlich. Durch so einen persönlichen Bezug zu mir selbst könnte auch noch ein weiterer Effekt wirken, der Self-Reference-Effekt. Horoskope, die es schaffen, dass ich die Vorhersage auf mein Leben beziehe, also ganz für mich persönlich, bleiben dadurch dann auch besser im Gedächtnis. Wir erinnern uns nämlich besser an Dinge, die einen Bezug zu unserem eigenen Selbstbild haben. Und den stellen Horoskope eben durch so ein paar Tricks ganz gut her. Mit dem Self-Reference-Effekt haben wir jetzt übrigens magische 7 Effekte. Schauen wir mal, was die Welt der Esoterik noch für uns zu bieten hat. Lebenslinien in der Hand zum Beispiel lesen oder Tarotkarten. Ist jetzt zwar vielleicht nicht mehr ganz so ein Alltagsding, aber auch Kartenlesen ist ein super spannendes Thema. Mal so rein aus psychologischer Sicht betrachtet. Erstmal haben wir es hier wieder direkt mit dem Barnum-Effekt zu tun. Sätze wie "Sie haben es in der Vergangenheit schwer gehabt" zum Beispiel, die lassen super viel Interpretationsspielraum. Ein weiterer Effekt, der beim Wahrsagen genutzt wird, ist das Hot oder Cold Reading. Cold Reading ist eine Gesprächstechnik oder Interviewtechnik, bei der Wissen über sein Gegenüber suggeriert wird, also über seine Psyche oder seinen Charakter, ohne dass man sein Gegenüber tatsächlich kennt. Das kann eher unbewusst angewendet werden oder auch ganz gezielt zur Manipulation und Täuschung. Ich sehe, dass du dich in einigen Situationen sehr extravertiert verhältst. Klar, wenn jemand sehr straight in den Raum reinkommt, ein gutes Selbstbewusstsein mitbringt und von einem Ohr bis zum anderen grinst, kann man der Person schon direkt mal unterstellen, dass sie gern aus sich herausgehen wird. Wahrscheinlich trifft das dann auch zu. Und WahrsagerInnen achten auch häufig auf die äußere Erscheinung ihres Gegenübers. Wie ist er oder sie angezogen? Wie ist die körperliche Verfassung? Abgekaute Fingernägel zum Beispiel können ein Hinweis für Stress sein, Augenringe für schlechten Schlaf, zitternde Hände für Nervosität. Prinzip ist, glaube ich, klar. Auch das lässt sich dann beim Hand- oder Kartenlesen aufgreifen. Und auch anhand von Sprache, Wortschatz, Slang und so weiter lassen sich Informationen ableiten, die man dann beim Wahrsagen super einbauen kann. Und Hot Reading ist ganz ähnlich, mit dem kleinen Unterschied, dass man schon vorher über sein Gegenüber Informationen rausfindet. Hat die Person am Telefon vor 3 Wochen vielleicht doch schon irgendwas erzählt? Das kann man dann gut in die Wahrsagung mit einbauen. Oder, wir haben ja Internet, es wird einfach kurz geschaut, was die Person so macht, bei Instagram liked, wo sie arbeitet und so weiter. Okay, an sich sind die beiden Beispiele mit Tarotkarten und Horoskopen erstmal relativ harmlos. Gerade Horoskope tun ja normalerweise niemandem weh, aber manchmal ziehen einem solche Sachen richtig viel Geld aus der Tasche. Esoterik in Krisenzeiten. Das Gefährliche an der ganzen Sache ist, dass Menschen gerade in Krisenzeiten auf so Pseudowissenschaften reinfallen. Egal ob jetzt persönliche Krisen wie eine Trennung, Streit mit Freunden oder große Dinge wie Kriege, politische Unruhen. Das alles kann dafür sorgen, dass sich Leute durch Handlesen, irgendwelche 5.000-Euro-Installationen, Selbstbewusstseinssprays oder Tarotkarten Hilfen versprechen, anstatt sich wirklich professionelle Hilfe zu suchen. Wenn man in so einer unsicheren Situation ist, helfen nun mal Dinge, die einem Halt geben oder einen tieferen Sinn oder Antworten auf ein Warum. Dann sind wir auch viel anfälliger für sogenanntes magisches Denken. Magisches Denken bedeutet, dass man Dinge miteinander verknüpft, die eigentlich keinen kausalen Zusammenhang zueinander haben. Also zum Beispiel 3-mal auf Holz klopfen, um Glück zu haben. Aber manchmal reichen diese Dinge den Leuten dann nicht mehr aus. Sie brauchen mehr Halt, mehr Sicherheit. Und dann sind die Leute auch bereit, auf irgendwelchen Astro-Kanälen 5,99 € die Minute zu bezahlen, nur
damit ihnen jemand zuhört. Personen, die glauben, andere Menschen, die Gesellschaft, übersinnliche Kräfte wie Horoskope oder das Universum sind für das eigene Leben verantwortlich, haben eine hohe externe Kontrollüberzeugung. So ein Gefühl von Fremdbestimmtheit des eigenen Lebens. Personen mit externer Kontrollüberzeugung würden zum Beispiel die Schuld an der verhauenen Klausur nicht sich selbst geben, weil man zu wenig gelernt hat, sondern dem Universum, weil Jupiter zum Beispiel im schlechten Licht stand. Bei einer Klausur ist das jetzt nicht so dramatisch. Wenn es aber um Lebensentscheidungen geht oder wenn man nicht mehr zum Arzt geht, sondern auf die richtige Planetenkonstellation wartet, damit eine schwere Krankheit geheilt wird, dann geht das natürlich über ein bisschen spaßige Wahrsagungen hinaus und wird echt gefährlich. Kommen wir mal zu Wissenschaft und Esoterik. Während manche esoterische Angebote ganz offensichtlich nach Scharlatan ausschauen, gibt es auch andere Websites, die total professionell und wissenschaftlich rüberkommen. Das macht es für Leute, die jetzt nicht so medien- oder wissenschaftskompetent sind, schwer zu erkennen, wie seriös das Ganze ist. Esoterik gleich Pseudowissenschaft. Apropos wissenschaftskompetent. Die Esoterikbranche bedient sich oft pseudowissenschaftlicher Methoden, um sich nach außen als seriös zu präsentieren und möglichst viele Leute auch gerne in allgemeinen oder persönlichen Krisen abzuholen. Pseudowissenschaft heißt also, es wird eigene Evidenz kreiert, die keinerlei wissenschaftlichen Standards genügt. Besonders beliebt ist die Quantenphysik. Klingt krass, ist für uns schwer bis überhaupt nicht verständlich und eignet sich genau deswegen optimal. Auch Strategien wie Berufung auf altes Wissen oder das Befragen von Pseudo-ExpertInnen wird genutzt. Wo Pseudowissenschaft, da auch Pseudo-ExpertInnen. Also beispielsweise Personen, die fachfremd sind. Wenn ich euch als Psychologe jetzt zum Beispiel was über Quantenphysik erzählen würde, wäre ich hier ein Pseudo-Experte, weil ich überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema habe. Und manche esoterischen Aussagen sind auch einfach völlig unverständlich. Da liest man denn sowas wie, auf der subatomaren Ebene besteht alles im Universum, auch wir Menschen, aus Licht und Information. Auflösen. Was genau das bedeuten soll, keine Ahnung. Also ich verstehe es zumindest nicht. Man könnte das eine bedeutungsschwangere Null-Aussage nennen. Dinge, die irgendwie tiefsinnig klingen, aber keinerlei Bedeutung haben. Schaut euch dazu gerne mal was von Pia Lamberti oder Katharina Nokun an. Die beschäftigen sich extrem viel mit diesem Thema. Dass EsoterikerInnen wissenschaftliche Methoden, die nicht zu ihrer Anschauung passen, abwerten, während sie gleichzeitig die pseudowissenschaftlichen Ansätze der Esoterik, die übrigens auch jeglichen wissenschaftlichen Standards widersprechen, absegnen, das kann man als Wissenschaftsparadox bezeichnen. Und by the way, zum Teil werden in der Esoterik sogar namhafte Physiker zitiert. Manchmal falsch und völlig aus dem Kontext, aber okay. Vermutlich ist den meisten von euch klar, dass sowas wie Heilsteine und Horoskope jetzt nicht unbedingt so eine ganz wissenschaftliche Basis haben. Aber trotzdem, viele scheint es ja zu faszinieren. Und den Umsatz von schätzungsweise 15 bis 20 Milliarden Euro jährlich erreicht die Esoterikbranche wahrscheinlich auch nicht nur durch hartgesottene Esoterik-Fans. Was in Deutschland tatsächlich auch ganz schön viele sind. Okay, warum auch nicht? Wem schadet das denn jetzt? Soll doch jeder oder jede machen, was er oder sie für richtig hält, oder? So sehe ich das zumindest. Ich will nur sagen, die Praktiken hinter der Esoterik sind wissenschaftlich durch einige psychologische Techniken ziemlich gut erklärbar. Esoterik selbst wissenschaftlich nicht erklärbar. Zum Schluss will ich noch auf etwas Wichtiges hinweisen. Wir sprechen in diesem Video über Esoterik und nicht über esoterische, homöopathische oder heilpraktische Behandlungsmethoden. Diese bei einer schweren Erkrankung oder bei gesundheitlichen Beschwerden zu nutzen und einer schulmedizinischen und wissenschaftlich vielfach überprüften Behandlung vorzuziehen, kann richtig gefährlich werden. Und zwar nicht nur für das Konto, sondern für eure Gesundheit. Wenn ihr Esoterik eher in der Freizeit nutzen wollt oder zum Spaß, dann go for it! Achtet auch mal drauf, wenn ihr, keine Ahnung, euch Karten legen lasst oder euer Horoskop lest, welche Effekte ihr wiedererkennt. Und springt doch mal selbst mit psychologischem oder wissenschaftlichem Blick in das Esoterik-Rabbit Hole rein. Und schreibt mir dann bitte unbedingt, was ihr da so findet. Das war's jetzt mit dem Video Esoterik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, schaut doch mal auf dieses oder auf dieses Video hier vorbei. Und wenn euch psychologische Themen insgesamt interessieren, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns nächste Woche. Ich sprühe mich weg.